Bislang bot der Sohnwald auch im Winter ein beliebtes Ziel für Ausflüge und Wanderungen. Vor allem sein hoher Anteil an alten Buchenwäldern und sein Artenreichtum an seltenen Pflanzen und Tieren haben auch im waldreichen Rheinland-Pfalz einen hohen Natur- und Freizeitwert. Doch nahe der Ortschaft Ellern ist es mit der Waldromantik vorbei. Der romantische Sohnwaldsteig, mittlerweile bundesweit ein Begriff für einen vorbildlichen, zertifizierten Premium-Wanderweg, bricht an dieser Stelle abrupt ab. Stattdessen weisen Schilder auf die Baustelle eines gigantischen Windparks, der hier unmittelbar im Landschaftsschutzgebiet Sohnwald auf dem Weg der Stille errichtet wurde. Bisher 8 Windkraftanlagen sind hier entstanden. Die meisten haben Höchstleistungen bis zu 7,5 Megawatt. Entsprechend stark dringt das Propellerrauschen durch den gesamten Wald. Wo früher der Pfad durch lauschige Waldesstille führte, klaffen jetzt Großbaustellen und Lagerstätten für noch mehr Windräder. Und auch in Zukunft wird hier nach dem Willen der grünen Ministerien keine Ruhe für Mensch und Tier mehr einkehren. Die Landesregierung begünstigt die Umwandlung des Sohnwaldes in ein Industriegebiet. Aus dem Bewerbungsverfahren für einen hier ursprünglich geplanten Nationalpark hat sie die Sohnwaldregion faktisch ausgeschlossen. Das Baustellenplakat nimmt noch Bezug zum ehemals stillen Sohnwaldsteig, doch nur wenige Meter entfernt führt eine Umleitung geradezu verschämt an dem verwüsteten Areal vorbei. In unmittelbarer Nähe liegt der Katzenkopf. Hier ist schon seit Menschengedenken das Vorkommen der streng geschützten und seltenen Wildkatze nachgewiesen. Jetzt liegt das Areal umgeben von 8 Baustellen mitten in einem Industriegebiet. Die Wildkatze ist vertrieben. Die grünen Ministerien für Wirtschaft und Umwelt rechtfertigen die Maßnahme. Die Naturschutzverbände sind außer sich. Aufwendige Schautafeln mahnen zum Schutz von Tieren und Pflanzen. Ein Vorgehen der Verwaltung, das von Wanderern angesichts der staatlich verordneten Naturzerstörung als blanker Hohn empfunden wird. Unter dem Titel Urwald von morgen wirbt die Forstverwaltung für Naturbelassenheit eines Gebietes, das nur noch eine geringe Fläche hat, umzingelt von Industriebauten im ehemaligen Wald. Außer dem Rauschen der Propeller ist stetig ein tiefer, schwingender Ton an der Grenze der Hörschwelle allgegenwärtig. Trotzdem er oft nur unbewusst wahrgenommen wird, schreiben ihm neue Untersuchungen Auswirkungen auf Natur und Gesundheit zu. Am denkmalgeschützten Aussichtsturm Hochsteinchen laufen zahlreiche bekannte und bedeutende Wanderwege zusammen. Doch der Weg hierhin ist durch Warnhinweise vor Gefahren der Windanlagen gekennzeichnet. Unter den Anlagen finden sich im Winter teils zentnerschwere Eisabwürfe der Propeller im weiten Umkreis. Nur wenige Meter neben dem Aussichtsturm wurde eine weitere Windanlage mit Höchstleistung montiert. Es ist der Gipfelpunkt einer beispiellosen Naturzerstörung, welche die rheinland-pfälzische Landesregierung auf besonderes Betreiben der grünen Ministerien und gegen den erklärten mehrheitlichen Willen der regionalen Bevölkerung durchgesetzt hat. In der Gemeindehalle des nahegelegenen Sohnwalddorfes Ellern kündet ein Wandbild mit Rotwild vor romantischem Fichtenwald von vergangenen, besseren Zeiten des Sohnwaldes. Inzwischen ist der Sohnwaldsteig bei Ellern unter dem Vorwand der Energiewende
zum Mahnmal eines Raubbaus an der Natur geworden.